Willkommen zurück, Leute, zur aufregenden Welt von Limbo. Und trotz Made im Kopf beherrschen wir perfekt den Moonwalk, wie ihr hier sehen könnt. Yeah! Und wir wollen uns mal weiter nach vorne schlagen. Und durch diese Presse hindurch. Oh, cool. Yeah, mit unserer eigenen Kraft treiben wir dieses Laufband hier an. So, und jetzt schnell hindurch. So. Da hängt uns eine Wurst aus dem Kopf. Okay. Da macht's wieder schön Matsch, wenn wir uns da zu lange aufhalten. Deswegen schnell, schnell. Tempo, 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 Tempo. Matsch. Okay, das war der falsche Weg. Obwohl das eigentlich gar nicht so falsch schien. Ich meine, was sollen wir denn tun? Wir können ja nicht nach rechts oder so laufen. Deswegen Tempo, Tempo, Tempo. Mal schauen. Ich beobachte das jetzt nochmal kurz. Okay. Interessant. Und schnell hinauf. Und Tempo. Tempo. Verdammt. Wie sollen wir das denn tun? Das geht doch nicht. Da muss noch ein anderes Geheimnis hinterstecken. Das mir jetzt noch fern ist. So. Ja, was sollen wir denn tun? Ich habe keinen Plan. Keinen Plan zu haben ist ja auch wieder mal toll. Komischer Typ. Wie geht's denn weiter? Ich würde gerne diese Leiter da benutzen, aber das geht ja schlecht. Kann ich einfach so hängen? Ich hänge hier einfach mal. Zap! Und jetzt hoch. Hoch! Hoch! So, da haben wir nämlich Zeit gespart. Bams! Schnell! Oh ja, da sind diese kleinen Tierchen, die es mir von dem Kopf befreien. Oh nein, ich bin vorbeigelaufen. Egal, wir machen ein bisschen Moonwalk und dann geht das schon wieder. Yeah! Hinauf! Na komm schon! Ah, vielen Dank, ihr kleinen Tierchen. Was auch immer ihr seid, wo auch immer ihr herkommt. So, ich nehme an, wir müssen wieder zurück. Im richtigen Moment natürlich. Oh, nein, das war nicht der richtige Moment. Da war nämlich eine Leiter, auf die ich will. Oder müssen wir uns hier einfach treiben lassen? Ich hoffe, hier war jetzt ein Checkpoint. Okay, das war mal wieder die falsche Kiste. Gibt es denn auch eine richtige Kiste, die im richtigen Moment ankommt? Scheint mir nicht so. Ich springe beim letzten Moment. Ich will es wissen. Nein, nein. Okay, es gibt keine richtige Kiste. Verdammt. Hoffentlich war da ein Checkpoint. Bitte, 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 Checkpoint. Yeah, cool. Na gut, dann lassen wir uns mal hier weiter mit dem Zahnrad nach oben treiben. Ich will aber eine Kiste mitnehmen. Ich schieb die jetzt zurück. Nein, du darfst nicht. Vielleicht so. Logisch. So, wir schieben die einfach ein bisschen zurück. Dann ist doch der richtige Zeitpunkt gekommen, aber ich bin zu früh gesprungen, verdammt. Verdammt, verdammt. Naja, egal. Wenigstens hat sich das Rätsel jetzt mir irgendwie ein bisschen erschlossen. Wenn es denn da überhaupt lang geht, aber ich denke mal schon. So. Ja, ja. So. Okay. Das war doof. Oh Mensch. Nochmal das ganze Spiel. So. Jetzt kommt es bestimmt gleich wieder runter. Und ich halte mich nochmal hier vorsichtshalber fest. Um Zeit zu sparen. So, man weiß ja nie. Und jetzt muss ich sogar noch im richtigen Zeitpunkt abspringen. Da haben wir uns hochkatapultieren lassen und sind endlich an dieser Leiter hier hochgekommen. Ach ja. Ich bin gespannt, wie weit wir noch hinein laufen in diese Welt. Da leuchtet was. Was leuchtet denn da? Macht das mich... Oh, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Ich bin umgekehrt. Yeah. Welch Erfolg. Oh. Ich habe die Richtung geändert. So.
Wahrscheinlich hätten wir von der anderen Seite auch hochgekonnt. Also wir hätten uns mit dem Zahnrad auch treiben lassen können. Okay. Wie soll es denn hier weitergehen, bitte? Das geht doch gar nicht. Nee, das funktioniert so nicht, du. Deswegen schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Es muss doch, geht's da weiter? Nein, hier ist eine Wand. Aber da war ja noch eine Leiter nach unten. Vielleicht hilft die uns ein bisschen. So. Ja, Leute, wir wären nämlich von hier unten gekommen. Das heißt, das war eigentlich nur für diesen Erfolg, dass ich da zurückgegangen bin. Yeah, Erfolg. Zurück, bitte. Also für einen gewissen Moment hält es still. So. Okay, ich habe eine Idee. Und aus! Nein, nein, nein! Ah. Okay, ich habe eine Idee, aber es hapert noch in der Ausführung. Am Ende muss es so rum, okay. Los, jetzt lauf zurück. So. Für einen kurzen Moment hält es hier an und dann können wir diese Leiter hier hoch. Jawohl, hat's geklappt. Das freut mich. Und jetzt läuft dieses Zahnrad hier in die richtige Richtung. Das ist sehr schön. Und so kommen wir jetzt hoffentlich nach da oben. Hopp. Juhu. Und wieder mein Rätsel gelöst. Oh nein, ich sehe Strom. Ich bin ja kein Freund von Strom. Besonders, wenn es durch den Körper läuft. Natürlich bin ich ein Freund von Strom, aber... nein. Ja. Super. Okay. Okay, okay, interessant. Wir müssen wahrscheinlich da hochkommen. Das erscheint, das ist so, davon gehe ich jetzt mal aus. Und dazu müssen wir das Ganze hier ein bisschen in Gang setzen, damit sich das hin und her wippt. So. Den Schalter schnell betätigen. Zack. Jetzt komm zurück, schnell. Und jetzt wippe zurück. Roll zurück. Oh nee, das war zu langsam. Okay, wir müssen im richtigen Moment diesen Schalter hier betätigen. Und ich habe keine Ahnung, wann der richtige Moment ist. Deswegen Trial and Error. Das sieht doch gut aus. Roll zurück. Komm schon. Oh nein, es hat seinen Sprung verloren. Aber schaffen wir es? Nein. Egal. Wir wissen, wie es geht. Also probieren wir es noch einmal. Davon lebt dieses Spiel sowieso. Dass man es tausendmal probiert. Bis es dann klappt. So. Und Absprung! Okay, ich werde es aktivieren, sobald es wieder hierher kommt. Und zwar jetzt. So. Jetzt sollte es doch schnell zurückgehen. Komm schon, schneller. Okay, das war doch nicht richtig. Es war ein bisschen zu früh oder zu spät. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich sollte ich es ein bisschen früher oder später. Ich habe keine Ahnung. Egal, probieren es aber nochmal. So, ansetzen und Feuer! Ich glaube, ich habe es jetzt im selben Moment gemacht wie gerade eben. Okay, es war ein bisschen zu früh, aber vielleicht schaffen wir es. Ah, schade. Naja, wenigstens sind wir noch nicht vom Strom gebraten worden. Und ich hoffe, dass es jetzt mal funktioniert. Komm schon. Das wird doch wohl zu schaffen sein. So schwer ist das doch nicht. So. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen später in Gang setzen. Und zwar jetzt. So, das nehme ich noch mit. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Und Absprung. Yeah, geschafft. Nach etlichen Versuchen. Es zahlt sich aus. Okay. Wahrscheinlich wieder den Strom in Gang setzen. Oh, wie fies.
Oh, das ist ja echt fies. Okay. Wie gemein, da muss man erst noch was anderes machen. Oh. Das ist ja fies. Da muss ich nämlich noch vorher, bevor ich hier überhaupt diese ganze Chose hier am Anfang mache, muss ich erstmal diesen Wagen hier in richtige Position bringen. Oh, der hat ein Dynamo. Der läuft. Sobald er sich bewegt, gibt's. Ja, ist das richtig? Ja. Ah, hier müsste es ganz gut sein. So. Und dann wollen wir das Ganze nochmal machen. Hey! Naja, gut. Hoffentlich klappt jetzt auch beim ersten Mal. So. Wollen ja nicht den ganzen Part hier mit diesem Rätsel verbringen. So, komm schon. Los. Jetzt. Und schnell rauf. Und ab nach oben. Sehr schön. Diesmal hat es gleich beim ersten Mal geklappt. Das freut mich. Und jetzt wird es eine rasante Berg- und Talfahrt, nehme ich mal an. Mit diesem Wagen. Yeah. Sieht ja aber cool aus irgendwie. Wie wir da so stehen. Und gucken in den Himmel. Ganz unschuldig. Oh, es ist so düster. Wir müssen bestimmt jetzt irgendwelchen Sachen ausweichen. Oh nein, das ist so eine Zeitgeschichte. Schnell. Oh, ich höre Geräusche. Ah, okay, so funktioniert das. Autsch. Oh, und noch Strom. Und noch überfahren. Also, es hat uns dreimal erwischt. Auf drei unterschiedliche Weisen. So, wir müssen den richtigen Moment abpassen. Gut. Dann bleiben wir am besten immer beim Wagen. Oh, eine böse Säge. Boah, ich sehe aber nicht. Ah, gut. Das war ja echt. Weiter geht's. Es wird immer schneller. Yeah. Oh. Ist das gemein. Da hat uns unser toller Wagen hintergangen. Ja, was sollen wir tun? Hier hängen. Oh. Das war auch nicht richtig. Okay, was sollen wir tun? Wir springen einfach im Last Moment in. Jetzt ab und. Oh. So, damit haben wir den Strom. Außer. Ich hoffe, der ist jetzt da nicht an. Aber sollte nicht, weil sonst können wir auch gar nicht weiter. So, weiter geht's. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Okay. Gut zu wissen. Dachte ich bin schon durch. Ja! Wie können wir denn diesen Wagen dazu bringen, dass er nicht so schnell zurückkommt? Wir müssen einfach schnell sein, nehme ich mal an. Oh, da ist auch schon wieder Strom. So, wir müssen schon mal sehr früh abspringen. So, und jetzt schnell, kleiner Junge, schnell und Sprung! Das können wir aber nicht schaffen. Okay. Interessant, mal wieder. Bam! Soweit so gut. Das ist kein Problem, aber wie können wir denn den Wagen davon abhalten, da reinzurollen? Wir kommen ja auch nicht so einfach da hoch, oder? Nein, ich will hier runter, schnell. Ah, bleib bloß da, du. Schieben dich jetzt. Komme ich hier hoch? Nö. Das können wir doch niemals schaffen. Das ist doch viel zu kurz. Oh mein Gott. Na, das war ja auch nicht klug. Mit schön viel Anlauf, damit der schön schnell fährt. Ja, wir machen das jetzt so. Ein bisschen Schub in diese Richtung. Damit er noch ein bisschen in diese Richtung weiter. Oh, schade. Plan ist nicht aufgegangen. Aber weiter geht's. Nochmal. So, er soll ein bisschen Schub in diese Richtung bekommen. Und dann. Ach, das war zu weit. So, dass er ein bisschen später erst nach rechts rollt. Und wir noch ein bisschen Zeit haben,
Los, ja, jetzt geht das Wettrennen los. Na, oh, du kannst aber auch nicht rennen, Kleiner, was? Sprung! Oh, geschafft! Licht, ich will Licht. Oh nein, es bewegt sich wieder alles. Und da ist schon wieder eine Kugel, die uns überrollen wird. Und ich renne einfach mal drauf los. Oder müssen wir diese Kugel diesmal benutzen? Oder auch nicht? Oder, was soll ich tun? Na, Hilfe, ich sehe schon kommen. Es ist wieder mein sicherer Tod. Na, da ist eine Leiter. Oh, super. Man kann aber auch kaum was sehen. Die Lampe ist aber immer über uns. Komischerweise. Nein, Strom! Ah, das habe ich zu spät gemerkt. Verdammt. Och nö, jetzt nochmal. Okay, weiter geht's. Wir lassen uns doch davon nicht unterkriegen, verdammt nochmal. Von einem bisschen Strom. So. Schön dunkel hier alles. Wir sind in einem Darkroom. Gefangen im Darkroom. Oh nein, jetzt habe ich die Leiter verpasst. Danke, Licht, dass du mir so toll geholfen hast. Jetzt werden wir von einer Kugel zermatscht. Und wir sehen sogar noch. Für den Moment hat das Licht natürlich auf uns geschienen. Bescheint. So. Ganzen Spaß nochmal. Na komm. Na komm. Na komm. Ich will da rauf. Okay, weiter geht's. Ach, eine Taschenlampe wäre jetzt nicht schlecht. So. Licht, komm schnell herbei. Ah, nein, nein, nein. Das war nicht schlau. Schnell zurück. Oh. Jetzt aber. Gut, jetzt haben wir die Leiter hier schon mal. Okay, da ist der Stroh. Und wo können wir da ausweichen? Licht, du könntest mir ruhig ein bisschen mehr den Weg weisen. Ah, da ist irgendwas. Okay, ich nehme mal an, da können wir rauf. So. Ah, da ist eine Kiste. Aber da ist schon wieder Strom. Okay. Ist aber auch dunkel hier, Mensch. Wer hat denn das Licht ausgemacht? Das sollen wir jetzt bestimmt hier runterschieben. Und dann von da aus weiter. Nein! Oh. Je, es ist alles viel zu dunkel. Ich erkenne nichts. Und ihr wahrscheinlich genauso wenig. Ich könnte euch genauso gut einen schwarzen Screen einblenden. Okay, das sieht mir nach Laser aus. So eine Laserfalle. Können wir den Laser nicht irgendwie ausschalten? Geh weg! Moderne Technik. Verschwinde. Wollen wir den mal auslösen? Ich will den mal auslösen. Oh, da ist ja noch sowas. Mal gucken, was passiert. Ist das überhaupt ein Laser? Ah! Eine Selbstschussanlage! Alter! Schmerzhaft! Okay, auch sowas gibt's hier. Es wird immer brutaler hier. Wir werden hier mit allen Methoden getötet. Oh je. Oh, ich merke gerade, der Part läuft schon ganze 18 Minuten und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part wollen wir uns mal dem Dauerfeuer hier entziehen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ciao!